Und wenn noch mal jemand sowas sagt, dann... Eieieiei, jetzt kommen immer mehr Tauben. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja. Liebes Videotagebuch, heute ist Tag 6 bei Gizmo, ne? Ich habe schon aufgehört zu zählen, weiß ich nicht. Ja, kam am Donnerstag. Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. 6 Tage sind schon rum. Ja, noch nicht rum. 6. Tag ist noch nicht rum. Aber schon fast eine Woche hier. Und ich finde, er hat sich eigentlich ganz gut eingelebt. Und ich bin echt dankbar dafür, dass er die Nacht echt lange geschlafen hat. Also er hat von 11 bis 6. Von 11 bis 6 geschlafen, ja. Da bin ich echt erstaunt und froh drum. Genau, und ja, ansonsten waren wir gerade auf dem Park und jetzt gibt's erstmal Frühstück, nämlich Hunger. Um 11 Uhr. 20. 17. Ja, 17. 11.17 Uhr gibt es endlich mal ein Frühstück. So, aber einen Nachtrag habe ich noch. Heute nach einer Woche gibt es erstmal wieder richtig Müsli. Gizmo war heute das erste Mal auf dem Markt. Wir sind jetzt zurück vom Markt. Wir waren echt lange da. Ich glaube, es war echt viel für Gizmo. Der ist jetzt auch schon platt. Liegt schon in der Box. Noch nicht ganz entspannt, aber ist dabei. Mal gucken, was Daniel so gekauft hat. Also einmal Junggouda von Käsestadt. Und dann... ich glaube Würstchen. Irgendwas hat er noch gekauft. Ich glaube ganz viele Möhren. Möhren und Birnen. Oh, das ist schon das perfekte Möhrchen für Gizzy. Direkt draußen lassen. Gut. Ein Stöckchen mit dem anderen Stöckchen fest, während er ein Stöckchen festhält. Er kann Multitasking. Multistöckchen. Ist einfach clever. Jetzt von draußen zurück. Jetzt hebt er gerade den Kopf, aber eigentlich ist er ganz müde. Hat er gerade noch eine Hundebegegnung gehabt, die war ganz toll. Und dann haben wir nur eine Schleppleine gelaufen. Ja, die eine habe ich ja kurz gefilmt, die andere nicht.
Die eine habe ich ganz kurz gefilmt dann am Ende. Die andere dann aber nicht. Genau. Nee, jetzt ist er müde. Eine Sache wollte ich noch erzählen, die mich heute genervt hat. Ich saß mit Gizmo beim Markt auf einer Bank, also auf dem Platz, wo der Markt ist, und habe auf Daniel gewartet. Und in der Zeit kam eine Frau vorbei und guckt Gizmo an und meint, oh, hier ist es viel zu heiß für ihn. Sag ich, nein. Doch, 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 sag ich, schauen Sie sich mal das Wetter in Sibirien an. Aber sie ist einfach vorbeigegangen und hat nur so den Kopf geschüttelt. Und dann denke ich mir immer so, Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, dann sagt doch einfach nichts. Schaut euch mal das Wetter in Sibirien an, da sind es im Sommer auch 40 Grad. Warum sollte es denn hier in Deutschland dem Husky zu heiß sein? Das ist so eine dumme Aussage. Von jemandem, der einfach keine Ahnung hat. Naja, ich reg mich nicht mehr drüber auf. Jetzt lache ich drüber und wenn nochmal jemand sowas sagt, dann... Hey, googelt mal, wie viel Grad es in Sibirien im Sommer sind. Und dann reden wir weiter. Heute ist mir ganz lange geschlafen, nämlich bis 6:30. Von 11 bis 6:30 ungefähr. Zwei Tauben mittlerweile. Eieieiei, jetzt kommen immer mehr Tauben. Wann gibt's die Reizüberflutung? Da sind die Katze Tauben. Können gleich aufspringen, ne? Ja. Hat gerade beobachtet er nur. Ja. Da sitzt. Gehen noch ein bisschen beobachten. Ultimative Stock für Gizzy. Größe passt doch endlich mal. Endlich mal nicht so ganz kleine Dingerchen da. Mhm. So, heute gibt es Kürbissuppe. Woo! Und gestern Gereste. Oui. Mit Brötchen von heute. Mit Brötchen. Nicht die Schmetterling, wer hat hier die Schmetterling? Lass ihn. Nein, 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 alles gut. Wie geht denn nicht drauf? Super! Klasse!
Wir sind jetzt aus dem Park zurück. Gizmo hat schon seine Möhre bekommen. Die ist bestimmt schon weg. Ne? Wo ist dein Möhrchen? Bisschen aufgefuttert? Ja, ganz toll hast du das gemacht. Hat aber hier noch seinen Kong. Ist bestimmt noch was drin. Guck mal, da ist noch was drin. Gerade eben einen Pappkarton bekommen mit ein paar Leckerchen drin zum Beschäftigen. Aber er weiß noch nicht ganz genau, wie er das Ding aufbekommt. Immerhin hat es das jetzt schon mal im Maul und guckt jetzt mal, wie das passiert, wie das aufgeht. Bin sehr gespannt, ob er es aufkriegt. Das ist nicht schon ein harter Karton. Das sollte ihn auf jeden Fall gut beschäftigen. Ich bin auf jeden Fall richtig beschäftigt damit. Ich mache mal einen Zeitraffer. Jetzt aber. Als er erst zurückgewinnt hat, hat sie Angst gehabt, hat sie dann inzwischen im Bein versteckt. Eieieiei. Jetzt habe ich erkannt. Hallo. Hallo, mein Schatzi. Hallo. Schönste Frau auf Erden. Gizmo. Super. Toll gemacht. Ja, super. Wo ist mein Leckerchen? Sitz. Platz. Na, Sitz. Platz. Ist aufgeregt. Ja. Noch 4 Minuten, dann gehen wir zurück, okay? Das mit dem Futter im Kommen noch nicht so ganz kapiert. Hm. Dass er dann rollen muss und dann schieben muss. Ich hatte ja schon alles gemacht. Ja. Ui. Platz. Super! Klasse! Super! Super! Das Ding da bellt er an. Ui.
So, Sabine, damit du ein bisschen mitbekommst, was wir bisher gemacht haben. Wir waren gerade eine Runde draußen, haben ein paar Hundebegegnungen gehabt. Ich glaube, manche waren okay oder beziehungsweise wollten eher nicht so den Kontakt haben. Eigentlich alle wollten keinen Kontakt haben. Genau. Gizmo hat jetzt gerade eben noch Essen bekommen und seine Möhre bekommen. Diesmal parallel, machen wir sonst eigentlich ja nicht. War mir jetzt aber heute egal. Und wenn er gegessen hat, geht's ab in die Haier. Genau. Und wenn er sich dann wieder meldet, dann geht's nochmal raus. Wir vermissen dich alle beide. Und hoffen, dass du gut ankommst und dass du wieder schnell zu Hause bist. Ja. Ist nämlich sehr, sehr einsam hier alleine. Stimmt's, Gizi? Ja? Ja? Er ist mir gerade beschäftigt. Nimm es nicht persönlich. Möhre ist besser irgendwie. Auch besser als sein Futter. Er mag irgendwie sein Futter nicht mehr so ganz gerne. Vielleicht haben wir zu viel Leckerlis bisher gegeben. Naja. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt ist das Spiel doch schon vorbei. Oder? Ne, jetzt kaut er noch auf den Apfel rum. Jetzt isst er den Apfel. Super. Super. Jetzt hat er mich nicht angeknurrt. Nein. Ich habe ihn weggeschoben, hat er mich nur abgeschleckt. Angeknurrt hat er mich nicht. So gut? Ja. Das ist super. Schon beruhigt hat in der Zeit. Ich glaube eher, weil er weiß, dass es jetzt rausgeht. So, wir sind wieder auf unserer morgendlichen Schleppleine runter. Ja, so ein bisschen aufpassen. Und Monsieur macht sich ganz gut. Super! Nee, Pippi. Super! Super! Bist du jetzt die Blume? Klasse. Komm. Gerade zum allerersten Mal aus der Wasserflasche getrunken da. Willst du noch? Super. 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 Würfel gerade bekommen.
Jetzt trainieren wir gerade die Beißhemmung wegzubekommen, ne? Das kriegen wir hin, ne? Ne? Ne, du? Guck mal, er beißt mich nicht mehr. Er beißt mich nicht mehr. Sondern er möchte gerne gekrault werden, ne? Gekrault werden. Ja, komm, beiß doch, wenn du willst. Ne, er will die Kamera haben. Ja, kraulen ist super, ne? Kraulen ist super. Super, Kuschelinchen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da echt ein bisschen Fortschritte machen, so. Zumindest heute war er jetzt dann doch sehr kooperativer als sonst. Draußen Leinführigkeit, Katastrophe aktuell gerade. Aber wir können nicht alles auf einmal. Vertrauenszeichen kommen jetzt endlich mal. Aber wohl ein Kampf vorhin, hat man gehört. Aber jetzt beißt er nicht mehr. Bist du eine Schmusepacke, hm? Was? Da war er! Und raus geht's? Jo, da kommt der Piranha! Der Schlapper Piranha! Kannst du dich ganz entscheiden machen? Super! Heute Morgen Schleppleintraining. Jetzt überdreht er, glaube ich, langsam. Super, das klappt schon richtig gut tatsächlich. Das klappt richtig gut schon. Das nach 2 Wochen.
Jetzt ist er müde. Er hat sich inzwischen gerade sogar noch hingelegt. Also er sieht jetzt platt und fertig der Welt. Jetzt wird nochmal Anschluss gefunden. Jetzt wird die Leine noch entspannt gewechselt. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja. Weil wir gleich Mele treffen. Mhm. Mele ist ein großer, ausgewachsener Malamut. Eine Malamuthündin. Und die ist sehr groß obwohl die Rasse ja schon groß ist. Ja. Und jetzt sitzen wir hier im Park und warten. Und warten. Und er knabbert Stöckchen. Beschäftigung. Stopp, Mele. Stopp. Come on. Gleich wie Bolle, hä? Ja, klar. Endlich mal jemand, mit dem er richtig toben kann. Ja, auch beim so toben kann. Das macht er sehr. Kann er mit uns ja nicht so machen. Halt. Das gar nicht gemacht. Und mal die kennen, macht ihn einfach nach. Ja. Das klingt dann so lustig, wenn die jaulen. Tja. Gerade eben die Gizmo auf Sabines Schoß. Hat er von bei mir auch schon gemacht, aber er scheint inzwischen Nähe zu suchen und zu genießen.